2 Jahren steckt der Verein in der Krise. Grund dafür Fehler im Management und bei Präsident Martin Kind, sagt der hannoversche Fußballkommentator Oliver Seidler. Als Traditionsklub in der Fußball-Bundesliga auf dem Wege dazu, sich als Mittelmacht in Fußball Deutschland zu entwickeln, hat sich komplett selbst zerlegt. Und das liegt eben daran, dass sie mal in die eine Richtung. Zurückbleiben dabei vor allem enttäuschte Fans. Ach, ganz schön sauer und frustriert. Zweite Liga geht gar nicht. Ich meine, man gibt die Hoffnung zwar nicht auf, aber wie gesagt, man ist jedes Mal aufs Neue enttäuscht. Ist traurig, ist wirklich traurig. Man geht jeden Samstag ins Stadion oder jeden Sonntag und sieht die Leistung und es kommt nichts zurück. Man schreit sich die Kehle aus, weil es ja heute noch eine heisere Stimme und es kommt nichts zurück. Zumindest das will der neue Trainer ändern, denn trotz besiegeltem Abstieg sollen die Fans etwas versöhnt werden. Die Leute sagen, das ist mein Hannover 96 und da habe ich Bock ins Stadion zu gehen und die Mannschaft zu unterstützen. Vom Kampfgeist des neuen Trainers kann sich die Mannschaft eine Scheibe abschneiden. Wäre vielleicht auch ganz gut fürs nächste Spiel der Abschiedstour, diesmal in Berlin. Ja, so sieht's aus.